So, grüß euch, wir sind heute wieder mal im Wienerwald unterwegs und haben einen kleinen Steinbruch entdeckt, den zeigen wir euch mal. Und man sieht hier schon eine Abraumhalde und hier auch. Schauen wir doch gleich mal darauf. Ja, da stehen wir schon recht weit oben am Rand. So einer von unzähligen Steinbrüchen hier im Wienerwald, die alle so von der Größe wie der sind, eher so, eher klein. Aber eine Besonderheit gibt es hier noch, nämlich dass hier noch Überreste von Steinbrecher oder was auch immer das gewesen sein soll, hier vorhanden sind. Die sollten wir eigentlich jetzt hier schon sehen, genau. Was sieht man da? Die Reste von der Mauer, da hinten auch ein gemauerter Bereich. Ich glaube, wir gehen nach vorne mal runter. Genau, hier ist so leicht eingekesselt der Steinbruch. Da ist das Ende. Und ja, wir hauen uns jetzt mal hier runter irgendwo. Jetzt nicht zu lange rumfackeln. Das ist auch ein Weg. Der geht da noch weiter, parallel zu dem Wanderweg, den es vielleicht damals noch gar nicht gab. Zu Zeiten des Steinbruchs. So, da fängt es auch schon an. Da haben wir hier so was wie eine Rampe, die vielleicht für den Transport nach unten ins Tal ist. Sieht man hier eine kleine Einbuchtung, hier die Rampe und daneben wieder eine Einbuchtung. Fuchsloch. Das erkennt man gut. Hier auf der Seite und hier auf der Seite sind die Gräben und hier die Rampe und dann das Tal. Und hier, genau, hier fängt gleich schon eine Mauer an, Stützmauer. Die restliche Konstruktion. Hauptsächlich noch die Stützmauern hier. Und noch die Metallträger zur Befestigung. Es waren wahrscheinlich Holzkonstruktionen, die halt inzwischen schon längst zerfallen sind.
hier. Okay, spannend. Ich sehe jetzt nichts. Ich kann die Kamera so reinhalten. Das ist, glaube ich, nur ausgeschwemmt. Genau, und hier gleich da oben ist dann der Eingang zum Steinbruch. Tja. Okay. Metallisch. So, Wurzel. Auf der anderen Seite dasselbe. Das geht von einem Geländer vielleicht. Das jetzt halt umgebogen ist. Der große Stützpfeiler. Dann sind das noch das Holz. Weil die Konstruktion mit diesem Zement, das schaut gar nicht so alt aus. Da wird auch irgendein Holz drin gewesen sein. Ah, so oben offen. Spannend. Geht so. Was ist das hier? Ja, vielleicht für Pumpe oder Generator. Generator wahrscheinlich, ja, um das irgendwie mit Strom zu versorgen. Aber das hier schaut aus wie Wasser. Wasserzufluss. Belüftung, Entlüftung. Also wenn hier ein Generator drin war, dann wahrscheinlich um die Abgase abzuleiten. Rausgeschwemmt. Ja, die Decke ist nicht verrußt. Kann man jetzt nicht so sagen, was hier drin war. Stahlträger. Was sind das so? Gleise von der Feldbahn. So ein kleines Bauwerk gibt es noch. Was ist das hier? Ein Bach? Scheinbar hier ein Fußweg. Das, ich nehme mal an, das war sowas wie eine Zisterne. Also man sieht zwar jetzt nirgendwo irgendwelche Rohre, aber das kann alles schon unter der Erde sein. Auf jeden Fall machen wir mal hier einen Deckel drauf. Ja, also so wie die Wand hier geschaffen ist, würde ich sagen, auf einer Wasserwerkzisterne. Das ist auch wasserdicht ausgelegt.
So, dann wieder raus. Ja. Das war's dann im Großen und Ganzen auch schon. Hier ist die Wasserleitung. Hier haben wir die Leitung dazu. Die geht diesen Weg entlang und kam da irgendwo im Pumpenraum raus. Da ist auch noch ein kleiner Steinbruch, glaube ich. Da ist jetzt nichts Besonderes mehr, glaube ich. Falls ich noch was sehe, melde ich mich. Ansonsten war es das hier. So. Dann schauen wir mal am Ende von der Rampe, was zu sehen ist. So, die Rampe verschwindet hier langsam. Da sehe ich schon so eine Halde. Eine große begradigte Fläche. Zu sehen gibt. Ah, hier sieht man gar nichts, weil da ging die Rampe rauf. Da sieht man hier nichts. Das ist eine begradigte Fläche. So, wir gehen da runter, aber ich schaue noch kurz nach vorne. Ob es hier noch irgendwelche Anzeichen gibt. Was Rostiges. Das kann im Wald. Oh, das ist größer. Ja, das ist eine alte Schiene. Komplett durchgerostet. Ja, in der Feldbahn. Sieht man gut das Profil. Ja,
Ja, spannend. Irgendwie weiter. Da ist auch noch ein Weg. Achso, das ist der Wanderweg, ja. Okay. Ja, da sind immerhin 3 Meter. 3 Meter Schiene. Das war nicht zum Spaß in dem Wald. Okay, dann schauen wir mal da runter. Da ist auch noch... Ups. Hoppala. Kurz schauen, was für Material die Halle da drin ist. Aha. So Schotter. Zeitlich sein. Ja, es war ganz schön viel von diesem Schotter. Schon wieder. Dass das hier runtergeworfen wurde und dann auf den Karren, weiß man nicht mehr. Und das da unten schaut ja schon nach Auenlandschaft aus. Das ist alles recht feucht. Okay, gut, wir werden schauen, falls wir noch was sehen hier, falls wir was finden. Melden wir uns. Bis dahin. Tschüss.